zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des VfL Osnabrück gegen Hannover 96, Endstand 1:0 für den VfL. Ich begrüße die Trainer hier oben, Stefan Leitl und Uwe Koschinat. Herr Leitl, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal natürlich Uwe, dir und deiner Mannschaft Glückwunsch zum Sieg. Hat noch nie einer gesagt. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass ich so beginne. Ja. Ihr habt euch das heute definitiv verdient. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir es heute nicht geschafft haben, diese Intensität der letzten Wochen aufs Feld zu bekommen. Wenn man jetzt ins Spiel geht, dann glaube ich, war die Anfangsphase okay. Wir hatten Ballbesitz, wir hatten ein paar Gegenpressing-Momente, aber sind eigentlich nie so richtig gefährlich geworden. So im Laufe des Spiels wurde Osnabrück dann immer gefälliger, ohne jetzt auch groß Torchancen zu haben. Und du gehst dann in die Kabine und warnst nochmal, dass es eben nicht reicht, wenn wir so weiterspielen, um einen, geschweige denn drei Punkte hier heute mitzunehmen. Ich glaube, wir haben dann drei gute Chancen, wo du ein Tor machen kannst. Das ist uns dann nicht gelungen. Und dann haben sich die Osnabrücker auch das Tor verdient. Waren dann unangenehm in den Umschaltaktionen, holen Eckbälle raus, Standards machen dann das Tor. Und zum Schluss haben sie gut verteidigt und so die drei Punkte dann auch mitgenommen. Und für uns muss klar sein, dass wir in jedem Spiel in dieser Liga absolut an unser Limit kommen müssen, um zu punkten, und fühle mich heute wieder bestätigt. Und so reicht es halt dann nicht, um Spiele zu gewinnen. Und deswegen fahren wir heute als Verlierer nach Hause. Uwe, dir weiterhin natürlich und deiner Mannschaft viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Vielen Dank fürs Statement. Uwe, dein erster Sieg beim VfL. Dein Statement bitte. Ja, ist schon sehr, sehr nah an einer Lösung, überhaupt keine Frage. Ich glaube, es ist nicht leicht, sowohl als Mannschaft als logischerweise auch als das moderierende Team drumherum permanent diesen Stein wieder hochzurollen, nachdem wir doch in den letzten Wochen vor allen Dingen eher im Ergebnis, nicht so sehr in der Leistung, Rückschläge hatten. Ich fand es nochmal doppelt schwerer nach dem Elversberg-Spiel, weil diese halbe Stunde, in der wirklich alles über uns hereingebrochen ist und wir eine desaströs schlechte Leistung angeboten haben, dann so wieder aufzustehen, das nötigt mir Respekt ab. Aber ich habe nie an der Arbeitshaltung der Mannschaft, am Zusammenhalt, an der Intensität, die wir auf den Platz bringen können, gezweifelt. Nichtsdestotrotz ist es heute mit Sicherheit ein sehr, sehr glücklicher Sieg. Viel, viel glücklicher, als beispielsweise er im Heimspiel gegen Rostock gewesen wäre. Trotz alledem natürlich eine Genugtuung für uns alle, zu zeigen, dass wir in der zweiten Liga auch Dreier können. Ist im Übrigen auch das dritte Spiel zu Hause, das wir zu Null gespielt haben. Ich finde, das muss man auch mal herausstellen. Das zeigt, wie stabil wir sind. Wenn ich in das Spiel reingehe, muss ich ganz klar sagen, dass wir eine sehr schwierige Anfangsphase erwischt haben. Hannover hat sofort diese Dominanz auf den Platz gebracht, eine unheimlich dominante Körpersprache auch gehabt. Und da war es dann schon wichtig, dass wir so diese erste Schwungphase überstehen, dass wir uns ins Spiel reinarbeiten. Es waren heute unheimlich viele Anpassungen nötig, weil wir natürlich auf eine sehr, sehr flexible Hannoveraner Mannschaft getroffen sind, die uns immer wieder vor neue Aufgaben gestellt hat im Verlauf des Spiels. Aber wir haben das über viele Phasen sehr, sehr gut wegverteidigt. Wir haben vor allem das Publikum mitnehmen können über viele kleine Zweikämpfe, bei denen wir so eine Richtung vorgegeben haben. Trotzdem hat man in der ersten Halbzeit natürlich schon gesehen, dass Tore schießen, der Abschluss überhaupt, so ein bisschen aktuell unser Feind ist. Ich denke, diese Schwere hat man in der ersten Halbzeit noch gespürt, aus vielen guten Situationen, aber nichts Finales zu haben. Trotzdem waren wir im Spiel, brauchten diese 10 Minuten nach der Pause, um die zu überstehen. Da war Hannover krachend überlegen und hat dann auch mal aus der Überlegenheit eben klare Torchancen sich herausgearbeitet. Das mussten wir überstehen und sind dann wirklich über viel Intensität zurückgekommen ins Spiel. Es ist toll, dass wir heute mal so einen echten Arbeitssieg landen konnten in einem Derby gegen eine absolute Top-Mannschaft. Ist das, glaube ich, schon sehr, sehr positiv. Und jetzt können wir uns wirklich freuen auf das kommende Spiel beim Hamburger SV. Das finde ich immer noch was Besonderes für den VfL Osnabrück. Und deswegen ist das mit Sicherheit jetzt ein bisschen leichter in der Spielvorbereitung auf das nächste große Spiel. Zeit für Ihre und eure Fragen. Gerne mit Handzeichen, dann geht das Mikro hier. Wir starten hier vorne. Florian Krebs von der Bild. Stefan, erstmal, wie geht's Nicolò Trisoldi?
Ja, ich kann euch nur sagen, dass Nicolò einen Kopftreffer abbekommen hat. Natürlich unbeabsichtigt. Er ist jetzt im Krankenhaus zu Untersuchungen und an der Stelle natürlich auch gute Besserung. Und wir hoffen natürlich, dass er schnellstmöglich zurückkommt, weil ich schon oder weil ihr auch gesehen habt, was dieser Junge mit 19 Jahren auch unserem Spiel oder wie er unserem Spiel gut tut. Ja, und deswegen hoffe ich natürlich, dass es keine schlimmere Verletzung ist und dass er schnell zurückkommt. Wir schließen uns natürlich als VfL Osnabrück an und gehen hier vorne weiter. Herr Koschinat, heute ist es nicht nur vielleicht was Besonderes wegen den drei Punkten, sondern vielleicht auch, weil die Leistung, Sie haben es eben schon gesagt, es war ein absoluter Arbeitssieg. Die Leistung war in den vergangenen Wochen eigentlich oft besser, kann man vielleicht sogar sagen, spielerischer Art. Ja, vielleicht auch der Gegner nicht auf dem Niveau des heutigen, das muss man auch so klar sagen. Ja, meine Frage geht dahin, ist es jetzt vielleicht doch so, dass die Mannschaft diese kämpferischen Elemente, die man zum Beispiel hier gegen Rostock gesehen hat, dass sie diese noch mehr verinnerlicht hat? Ich finde schon seit sehr, sehr langer Zeit, ist ein aus meiner Sicht klarer Paradigmenwechsel nach Schalke, hat die Mannschaft angefangen, brutalst wehrhaft zu sein. Und ich denke, wenn man die Zahl der Spiele unter mir sieht, dann war Elversberg die absolute Ausnahme, vor allen Dingen diese halbe Stunde und nicht die Regel. Und auch dort musst du nach einem 0-3-Rückstand als Tabellenletzter erstmal die Eier haben, in der zweiten Halbzeit dann dagegen zu halten und die zweite Halbzeit 1-0 für dich zu entscheiden. Das ist dann nicht immer so leicht, wie es von außen aussieht. Das ist schwere Arbeit für alle. Denn wir strotzen eben nicht vor Selbstbewusstsein. Und ich kann mal eine Parallele nehmen, weil ich sie hautnah erlebt habe. Ich habe letztes Jahr gegen Stefan und Hannover gespielt, als Stefan, glaube ich, in einer etwas schwierigeren Situation war. Und da sieht man dann auch, wie viel Selbstbewusstsein diese Mannschaft mittlerweile aufgebaut hat, wie viel Selbstverständlichkeiten im Spiel, wie viel Mut. Das musst du dir alles sehr, sehr hart erarbeiten. Wir sind logischerweise nicht in dieser Situation, weil es immer wieder darum geht, auch die Moral hochzuhalten, den Zusammenhalt hochzuhalten, sehr, sehr hart zu arbeiten. Das ist die Grundbasis, um diese Leistungen zu bringen. Ich finde, dass wir in ganz, ganz vielen Teilbereichen mittlerweile all top sind in dieser Liga. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, so Kriterien wie läuferische Stärke, Wehrhaftigkeit an den Tag zu legen, zu Nullspiele hinzulegen. Die sind ja immer Basis auch von einer sehr, sehr guten Abwehrleistung, von einer gesamtheitlich taktisch guten Idee. Und das alles ist, finde ich, nicht so selbstverständlich. A, für den VfL Osnabrück und B, in unserer Situation. Deswegen ist es für mich heute eher so die Bestätigung, dass wir tatsächlich auch mal so dreckige Siege können. Deswegen bin ich heute schon eher erlöst als glücklich, denn ich finde, dieser Sieg hat gerade hier zu Hause schon jetzt seit längerer Zeit in der Luft gelegen. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Malte Goltsche. Eine personelle Frage noch. Sie haben sich für Robert Tesche entschieden. Als klar war, Lukas Kunze wird beim nächsten Foul vermutlich des Feldes verwiesen. Robert Tesche hat dann mehrfach auf der Linie geklärt und die Vorlage zum Führungstreffer gegeben. Hat die letzten Wochen wenig gespielt oder beziehungsweise gar nicht. Führt sozusagen kaum noch ein Weg dran vorbei, oder? Ja, schon Man of the Match. Ich meine, er ist ein 100%iger Profi. Ich bin in einem sehr, sehr intensiven Austausch auch mit Robby. Ich weiß, dass seine Situation natürlich dann unbefriedigend ist. Das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite ging es natürlich darum, bei meiner Amtsübernahme zu durchdenken, wo können wir Veränderungen zum Positiven in die Wege leiten. Ich glaube, wir haben eine Geschichte, die definitiv auf richtig gutem Zweitliganiveau ist, wenn wir mit diesem Dreieck Cousins, Gnase und Kunze spielen. Das ist eben eine unheimliche Laufintensität. Gerade Lukas Kunze ist in der Lage, zwischen den Strafräumen schon richtig Kilometer in hohem Tempo zu schrubben. Deswegen habe ich die Entscheidung eben gefällt, ihn mehrheitlich auf dieser Halbposition spielen zu lassen. Aber Robby hat natürlich heute gerade in der Phase, als das Spiel etwas mehr auf uns zugerollt ist, gezeigt, welche Routine und welche Klasse er einfach hat, wenn es darum geht, mit einem Kontakt Lösungen zu finden, sich richtig im Raum zu bewegen und dann eben auch das Näschen vor beiden Toren zu haben. Absolut. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann schließe ich die Pressekonferenz und wünsche den Hannoveranern eine gute Heimreise. Ciao, ciao.